Wenn, meine Damen und Herren, die Mehrheit der jüngeren Menschen in unserem Land keine Tageszeitung mehr zu brauchen meint, sondern ihren Bedarf an Information wie an Unterhaltung, wenn überhaupt, aus dem Internet bezieht. Da diese Veränderung nicht nur beachtliche Folgen für die Verlage, die sich mit diesem Teil des Problems auseinandersetzen müssen. Sie hat auch Folgen für die in unserem Land verfügbaren Informationsangebote, für die Informationsdichte. Und, das ist der Punkt, über den ich gerne einige Bemerkungen machen möchte, sie wird Folgen haben für das künftige Urteilsvermögen eines wachsenden Teils der deutschen Bevölkerung. Denn völlig unabhängig von allen Sympathien, die man für dieses oder jenes Medium haben mag, dass die Art der Informationsnachfrage und die Art der Informationsaufnahme bei diesen beiden Medien, Printmedien auf der einen Seite und Internet auf der anderen Seite, nicht dieselbe, nicht identisch ist, das ist offenkundig. Der typische Internetnutzer, der das Internet nicht zusätzlich, sondern anstelle von Printmedien benutzt, fragt konkret Sachverhalte nach, an denen er ein Interesse hat. Er gibt sie ein und bekommt auf seine Nachfrage nach Sachverhalten, sagen wir mal, Auskünfte. Wobei übrigens die statistisch festgestellten Prioritäten der aufgerufenen Seiten durchaus nicht rundum schmeichelhaft sind. Der Nutzer einer Tageszeitung reklamiert mit dem In-die-Hand-Nehmen der Zeitung kein spezifisches Informationsbedürfnis, sondern er erwartet ein Informationsangebot. Er setzt sich bewusst, mutwillig oder freiwillig oder leichtfertig dem Risiko aus, mit Informationen konfrontiert zu werden, die andere für wichtig halten. Das mag man für anachronistisch halten. Aber es ist jedenfalls etwas anderes als die interessengeleitete Informationssuche im Internet. Denn das bei Volumen und Art der Informationen zwischen den elektronischen und den Printmedien ein nicht nur gradueller Unterschied, sondern ein beinahe prinzipieller Unterschied, das halte ich jedenfalls für offenkundig, wenngleich dies genauso offenkundig nicht Bestandteil des allgemeinen öffentlichen Diskurses ist. Das Internet, meine Damen und Herren, ist da, wo es sorgfältig ist, eher lexikalisch als analytisch. Eine Tageszeitung, die sorgfältig arbeitet, ist eher analytisch als lexikalisch. Und das ist ein prinzipieller Unterschied. Noch einmal, es geht mir überhaupt nicht darum zu entscheiden, wie käme ich dazu, welche dieser beiden Attitüden die vernünftigere ist und wer sich gefälligst auf welche Art seine Informationen beschaffen soll. Mir reicht an dieser Stelle der Hinweis völlig aus, es ist nicht dasselbe. Und wenn sich das Medienverhalten, das Kommunikationsverhalten einer Gesellschaft im Ganzen ändert, und das ist der Trend, mit dem wir seit Jahren konfrontiert sind, dann ändert sich die Art der Informationsbeschaffung in einer Gesellschaft einschließlich der damit verbundenen Folgen für Urteilsbildung und Urteilsvermögen. Die Bundesregierung hat in ihrem 2008 vorgelegten Medien- und Kommunikationsbericht mit Blick auf die allgemeinen Tendenzen des Medien- und Kommunikationsverhaltens Folgendes festgehalten. Nach wie vor sind Zeitungen und Zeitschriften Leitmedien, die als solche für die Demokratie unverzichtbare Funktionen haben. Das zeigt sich insbesondere daran, dass die Behandlung politischer und gesellschaftlicher Themen in allen elektronischen Medienangeboten tendenziell stagniert oder gar rückläufig ist, während sie im Printbereich quantitativ und qualitativ nach wie vor eine herausragende Stellung hat. Ende des Zitats. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass dieser Kommunikations- und Medienbericht der Bundesregierung in den deutschen Medien eine besonders prominente Berichterstattung erfahren hätte. Hm.
was allein deswegen bedauerlich ist, weil es eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Befund nicht gibt. Ich persönlich halte diesen Befund für leider in vollem Umfang zutreffend. Und ich empfehle Ihnen mal nur als einen, natürlich im anspruchsvollen Sinne nicht voll repräsentativen Test, heute Abend im Fernsehen bei den sogenannten Nachrichtensendungen an den beiden Händen abzuzählen, wie viele der dort vermittelten Sachverhalte, Meldungen, Nachrichten mit Politik und gesellschaftlich relevanten Sachverhalten zu tun haben und welche davon sonstige Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse bedienen. Die Medienanalysen weisen jedenfalls nach, dass der Politikanteil in Nachrichtensendungen, ich rede nicht vom Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, weil es sich um eine Festveranstaltung handelt, deren Stimmung ich nicht ohne Not gefährden werde. Die Medienanalysen weisen nach, dass der Politikanteil in Nachrichtensendungen der elektronischen Medien bei deutlich unter 50% liegt. Es gibt, wenn ich das nur als keineswegs nur Randbemerkung in diesem Zusammenhang auch anfügen darf, einen statistisch-signifikanten Zusammenhang zwischen politischem Interesse und der Häufigkeit und Intensität der Lektüre von Tageszeitungen. Das muss einem auch nicht gefallen. Und ob es die Generalsekretäre der politischen Parteien in Deutschland mit besonderer Fröhlichkeit ausstattet, bei den geschilderten Trends auf diesen Zusammenhang hingewiesen zu werden, darüber will ich jetzt auch keine Spekulation anstellen. Jedenfalls, wenn es diesen Zusammenhang gibt, müssen sich nicht nur, aber insbesondere die politischen Parteien, die politischen Organisationen in Deutschland auch mit einer Frage beschäftigen, die eben nicht nur eine Herausforderung für Verlage ist. Nämlich der Frage, wie man eigentlich politisches Interesse generiert, wenn eines der wichtigsten Medien für das Entstehen und die Aufrechterhaltung von politischen Interessen im Informationsverhalten der jüngeren Generation eine immer geringere Bedeutung hat. Es gibt allerdings einen interessanten zweiten Befund, den ich nicht nur der Vollständigkeit halber hinzufügen möchte, und das ist eine interessante und erstaunliche Diskrepanz zwischen der Mediennutzung der jungen Generation und ihrer Einschätzung der Glaubwürdigkeit der gleichen Medien. Je geringer, je kleiner, je jünger die jeweilige Altersgruppe ist, desto größer ist der Vorsprung des Internets in der Mediennutzung gegenüber anderen Medien. Diese Erfahrung macht jeder im eigenen familiären Umfeld. Das gilt sowohl gegenüber dem Fernsehen als auch gegenüber den Zeitungen. Dennoch nennen in einer vor einigen Jahren veröffentlichten Umfrage 12- bis 19-Jährige auf die Frage, welchem Medium würdest du bei widersprüchlicher Berichterstattung am ehesten vertrauen? 12% das Internet, 13% das Radio, 31% das Fernsehen und 44% die Tageszeitung. Rundum tröstlich finde ich diese Diskrepanz zwischen Mediennutzung und Einschätzung der Glaubwürdigkeit nicht. Aber dass er eine gründlichere Beschäftigung verdient, das glaube ich, muss ich nicht weiter erläutern.